Die hatten geile Beute, fette Partys, raufen Leute. Ach, ihr wisst doch, wie ich bin. Das ist richtig geil, Mann. Nicht mein Ding. Yo Leute, was geht? Euer Cutter ist mal wieder am Stiesele und heute ein Special Video noch dazu, denn Tanzverbot hat jetzt auch ein Musikvideo rausgehauen und zwar Zahnlücken Johnny, Ansage an alle Fans, Hater und YouTube-Spinner. Richtig krass, oder eher gesagt erstmal Double Peace, Leute. Richtig krass. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ich denke, dass es eher halt so ein Spaßvideo ist und halt natürlich nicht ernst gemeint, ist klar, aber Musikvideos machen einfach Spaß, das weiß jeder. Und deswegen machen das auch viele. Aber wir labern jetzt nicht so lange rum, wir machen jetzt einfach mal Vollbild und gönnen uns einfach mal. Alter, es waren LMDs, glaube ich. Berlin. Double Peace. Das ist so scheiße, ich hab den Text nicht im Kopf. Nicht die ganze Zeit an diese Kacktexte so denken können, müsste der könnte ich auch so machen. Jetzt kommt diese Fettsau. Ach, das fette Schwein, ihr werdet nass gemacht und das war noch nicht die beste Line. Das Geile ist, man muss einfach bei Tanzverbot sagen, damals habe ich ihn echt nicht gemocht, weil diese Ansagen so fand ich einfach nicht nice, aber der hat sich jetzt übel gewandelt, auch was mit seiner Wohnung passiert ist und dass die Leute zu dem gegangen sind, fand ich auch richtig scheiße und ich habe echt mit dem mitgelitten und alles. Und ohne Scheiß, ich mag den jetzt echt sehr. Der ist einfach so, wie er ist und das ist einfach geil. Er ist einfach so drauf, er stellt sie nicht und macht einfach seine Videos. Er hat jetzt 500.000 Abonnenten mit Videos, die ungeschnitten sind, keine speziellen Thumbnails und alles. Und man, da sieht man wieder, dass man echt alles schaffen kann, wenn die Leute deine Person einfach feiern. Und das ist einfach so. Ist echt krass, der Typ. Leute, kommt schon, sag, was fehlt noch hier? Ihr kennt es nicht, pass auf, nun verrat Double ich Peace. Schau mich ja an, egal ob's dunkel oder hell ist. Und ihr seht einen Riesenschlitz wie bei Bibis Beauty Palace. Um diesen Track einen richtig fetten Namen zu geben, werde ich meinen Zahnschlitz in eure Richtung drehen. Der Beat, Alter, ist auch heftig einfach. Aber man merkt auf jeden Fall, es ist ein Fun-Video, ist klar. Was? Du hast gesagt, von da bis da. Krieg dich nicht auf, Verhandlung. Mann. Ja. Mann. Das ist so ein Dreck. Ich kann von der gesamten Scheiße schaffe ich zwei Sätze, zwei vollständige Sätze schaffe ich. So ein Dreck. Ich bin so aufgesagt. Einfach auf Zocken in der Tiefgarage. Das ist einfach auch geil, Mann. Fällt nur, dass du über Essen singst. Das passt eigentlich. Denn ich bin dieses fette Schwein, es tanzt mit euren Frauen. Und was hier passiert, ja, das fragt ihr euch. Mach mal deine Lausche auf, fuck man, ich rap es euch. Ich hab keinen Schulabschluss und das ist ein Skandal. Der Beat. Keine Lehre, keinen Job, man, alles scheißegal. Jetzt ist halt die Sache, ob das halt jetzt ernst war, dass er keinen Abschluss hat und keine Ausbildung und so. Oder halt, ob das nur ein Joke war. Keine Ahnung, also mich stört's nicht, aber mich würde es nur immer interessieren jetzt. Kann auch sein, dass er das schon öfter mal gesagt hat, aber habe ich denn wohl verpasst. Guck sie an, die dicken Dinger, denn das geht an euch. Ey, warum war das da hinten gerade Ding ausgeblurrt? Was soll das Gleitgel oder was? Ey, der Beat ist echt lol, Alter. Booster. Nee, Alter, wie geil einfach. Ist echt lol bearbeitet, ist echt lol bearbeitet. Kann's nichts sagen, ist echt cool. Also es ist lustig auf jeden Fall. Weil das hab ich hart gekämpft. Call a Pizza, my best friend. Döner, Burger, Booster, Hype. Every day and every night. Nun zurück. Call it Pizza, beste Lifestyle mit Call it Pizza, Alter. Dieses Essen bestellen ist einfach auch eher einfach. Es kassiert doch nur die GEMA. Was glaubt ihr, wo das Money landet? Bei dem Dicken, der damit handelt. Autos, Yachten, geile Beute, fette Partys, Haufen Leute. Ach, ihr wisst doch, wie ich bin. Ey, da stehen immer mehr Booster. Ey, der Beatschwung war aber gerade geil, Alter.
Nur die GEMA, was glaubt ihr, wo das Money landet? Bei dem Dicken, der damit handelt. Autos, Yachten, geile Beute, fette Partys, haufen Leute. Ach, ihr wisst, was wie ich bin. Das ist richtig geil, Mann. Nicht mein Ding, der dicke Mann von nebenan mit seinem Bademantel an. Ich lieb euch und ihr liebt mich. Wer abonniert den Tanz? Nee. Liebe Doppel-Piece, liebe Doppel-Piece. So trocken einfach. Booster-Freak. Tatsache, Alter, das war's. Alter, also für ein Fun-Video kann man nichts sagen, ist auf jeden Fall lustig. Also ich glaube, so eine Musikvideos machen echt mega Spaß, deswegen verstehe ich schon Tanzverbot oder die anderen YouTuber, warum sie das einfach machen. Viele meinen es halt ernst mit dem Singen, aber mich stört das eigentlich auch nicht. Mich stört das eigentlich nicht. Ich würde da jetzt nicht haten, ich würde auch kein Dislike geben. Ich feiere das, deswegen gebe ich einfach mal noch ein Like auf Trocken. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, tut gerne ein Like auf mein Video da lassen. Kommentar wäre nicht richtig, richtig cool. Und vielleicht Tanzverbot schreiben, dass er doch mal eine Reaction auf meine Reaction machen würde. Das wäre natürlich richtig geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Kata und ciao.